Hessischen Rundfunks. Ärzte müssen sich an Patientenverfügung halten. Kultusminister sagen Studenten Verbesserungen zu und bayerische Staatsregierung berät über Hilfen für Quelle. Im Studio Nathalie Mertesdorf. Nach mehr als dreijähriger Debatte hat der Bundestag eine gesetzliche Regelung für Patientenverfügungen auf den Weg gebracht. Drei Entwürfe standen heute zur Abstimmung. Verabschiedet wurde am Ende der Gesetzesentwurf mit dem Grundsatz, der Wille des Patienten ist oberstes Gebot. Das bedeutet, die behandelnden Ärzte sind anders als bisher an die Patientenverfügung gebunden, die jeder festlegen kann, aber nicht muss. Wenn ja, dann gilt. Ärzte müssen sich daran halten und auch lebenserhaltende Geräte abschalten, wenn der Patient das so formuliert hat. Das gilt auch, wenn die Krankheit nicht zwingend zum Tod führt. Voraussetzung ist aber, dass Arzt und Betreuer sich einig sind, dass die Verfügung, die möglicherweise vor Jahren verfasst wurde, auf die aktuelle Situation übertragbar ist. Es ist der liberalste Vorschlag, der zur Abstimmung stand, der aktive Sterbehilfe aber ausschließt. Sabine Henkel, Berlin. Der Streit um das Altpapier ist mit einem juristischen Sieg der Kommunen zu Ende gegangen. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind die Bürger gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Müll öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zu überlassen. Deshalb dürften sie nicht private Konkurrenten mit der Sammlung ihres Altpapiers beauftragen. Mit dem Grundsatzurteil gaben die Leipziger Richter der Stadt Kiel weitgehend recht. Sie hatte es einem privaten Unternehmen verboten, im Stadtgebiet mehrere Sammeltonnen für Altpapier aufzustellen. Im Zuge des Bildungsstreiks haben mehr als 30 Studentinnen und Studenten eine Filiale der Dresdner Bank in München weitgehend lahmgelegt. Bei der Bank wollten sie sich, eigenen Angaben zufolge, wegen Bildungskrediten beraten lassen, da unter anderem durch die Studiengebühren das eigene Geld nicht ausreiche. Ähnliche Aktionen gab es auch in anderen Städten, zum Beispiel in Würzburg und Berlin. Die Kultusminister haben den Studenten heute bei einem gemeinsamen Gespräch Nachbesserungen bei den umstrittenen Bachelor- und Masterzugängen versprochen. Bei der insolventen Arcando-Tochter Quelle spitzt sich die Lage zu. Das Versandhaus ist nach den Worten des vorläufigen Insolvenzverwalters Hubert Görg vom Geldzufluss abgeschnitten. Seinen Angaben zufolge hat die für Quelle tätige Essener Balobis Bank ihre Arbeit für das Unternehmen bereits vor einer Woche eingestellt. Die Bank wickelt die Zahlungseingänge der Quelle-Kunden ab. Die Bank, so Görg, benötige dringend eine Bürgschaft über 50 Millionen. Dass die Karstadt-Kaufhäuser seien liquide und benötigen keinen Massekredit, bescherten der Arcando-Aktie im MDAX ein Plus von 8,7%. Dagegen stürzte die Pfleiderer-Aktie nach einer Gewinnwarnung um 1,4% ab. Dank guter Konjunkturdaten aus den USA herrschte insgesamt freundliche Stimmung an den deutschen Börsen. Der DAX schloss 0,8% höher mit 4.837 Punkten. Der Euro kostet 1,3970 Dollar. Monika Stiel, Bayern 3 Börse. Bayern 3, Bayerns bester Wetterbericht. Mit Simone Scholz. Heute Abend bekommen wir noch ein kleines Wechselspiel von Sonne und Quellwolken. Dazu kann es vereinzelt auch etwas Regen oder Wärmegewitter geben und das vor allem in den fränkischen Mittelgebirgen und südlich der Donau. Aktuelle Werte unserer Wettermelder in Oberfranken in Windlach bedeckt bei 25 und in Oberbayern in Traunstein haben wir 27 Grad. Hier ist es nur leicht bewölkt. Nachts ist es wechselnd bewölkt, es regnet teilweise in Altenmeer öfter und ist alles bei A6 Nürnberg Richtung Heilbronn, zwischen Kreuz Nürnberg Süd und Schwabach West 10 Kilometer Stau an einer Baustelle. A8 München Salzburg in beiden Richtungen zwischen Fransdorf und Felden 5 Kilometer Stau an einer Baustelle. In Richtung Salzburg auch eine Baustelle und zwar zwischen Neukirchen und Anger. Hier gibt es 3 Kilometer Stau, zwei Spuren sind blockiert. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Leipheim und dem Kreuz Ulm-Elchingen Baustelle und 5 Kilometer Stau. Dort ist die Fahrbahn auf eine Spur verengt. Wenn Sie sich auskennen, wäre es ganz gut, etwas weiträumiger zu umfahren. A9 München Richtung Nürnberg. 10 Kilometer stockender Verkehr zwischen der Raststätte Fürholzen und Allershausen. Weiter zwischen Allersberg und dem Dreieck Nürnberg feucht. 10 Kilometer Stau nach einem Unfall. A9 Berlin Richtung Nürnberg. Zwischen Münchberg Süd und Gefrees 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Zwei Fahrstreifen sind gesperrt. Auf der A72 Hof Richtung Plauen ist die Anschlussstelle Hoftöpen wegen einer Baustelle bis 18 Uhr, allerdings morgen, gesperrt. A96 München Richtung Lindau. In Höhe des Kohlberg-Tunnel Baustelle und 2 Kilometer Stau. A99 die Westumfahrung München Richtung Lindau. 1 Kilometer Stau zwischen München-Neuherberg und dem Dreieck München-Feldmoching. Und B12 Kempten Richtung München zwischen Kempten und Wilpolsried. Behinderungen durch einen defekten LKW. Bayern 3, die Radioshow mit Susanne Rohrer. Und für alle, die jetzt gerade unterwegs sind, auf dem Weg in den Feierabend, Sie haben einen Blödmann-Kombi, ja, mit seinen Scheißbrüsten. Möglicherweise sogar als
Handy. Das klingt ja, finde ich, irre praktisch, ist es aber wohl gar nicht. Jetzt hoffe ich mal, Sie haben es noch nicht. Dann brauchen Sie es auch nicht kaufen. Der ADAC hat nämlich aktuelle Modelle getestet. Keines ist wirklich eine gute Alternative zum normalen Navi. Geht beim Installieren los, auch die Bedienung eher kompliziert, alles in allem. Also sind Handy-Navis bestenfalls ein Kompromiss, aber gerade Einsteiger sollten die Hände davon lassen. Das gilt auch übrigens während der Fahrt, und zwar gerade während der Fahrt, sonst kostet es nämlich 40 Euro und einen Punkt. Mehr Service in dieser Stunde Radioshow. Mehr hören, mehr Info, mehr Kult 80er. Bayern 3 klingt dreimal gut. Befestigen. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moment with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Da kommt wieder ein Mann zu der Geschichte.